So, hallo und herzlich willkommen. Heute mal ein kleines Video, was mit meinem neuen Partner csgorich.com zu tun hat. Es wurde ja schon versprochen, dass da was veröffentlicht wird und ja, jetzt fangen wir mal an. Und zwar geht es hier, ihr seht im Hintergrund so ungefähr einen Rohschnitt von der Seite. So ähnlich wird die csgo-rich.com auch aussehen. Natürlich noch ein bisschen aufpoliert. Das ist die Standardoptik. Und zwar will csgorich.com ein kleines Netzwerk aufbauen. Heißt, wir werden verschiedene Gamble-Seiten machen und wir suchen eben im Prinzip Leute, die an Gamble-Seiten interessiert sind und ihre eigene Gamble-Seite im Prinzip aufmachen möchten. Das Ganze soll ungefähr, es wird auf jeden Fall begrenzt sein, Stückzahl ist noch nicht bekannt. Und zwar können alle unter der Flagge quasi von csgorich.com die Seite eröffnen. Also sie können ihren eigenen Namen bestimmen, alles kein Thema. Und es gibt dann einfach einen kleinen Banner drauf, csgorich.com. Der kann wahlweise auch weggelassen werden, das ist alles Verhandlungssache. Aber einfach um das quasi so ein bisschen so eine kleine Kette aufzubauen, dass es nicht nur eine Seite ist, sondern dass es eine kleine Kette wird, vielleicht mit 5 bis 10 Seitenbetreibern, die alle unter der Flagge von csgorich.com arbeiten. Da kann jeder seine eigenen Einstellungen machen, wie viel vom Pod einbehalten möchte, wie viel Minimum und Maximum Bet ist, wie viel Items reingestellt werden kann jeder machen. Der ganze Code ist fertig und uploadbereit. Ihr müsst quasi nur das Ding auf den Webserver packen und dann läuft das Ganze. Braucht natürlich noch Steam Account und Bot, alles wo dann quasi die Pods draufkommen und so weiter und so fort. Und ja, ich habe jetzt gerade die glorreiche Aufgabe, das einfach so, sage ich mal, über YouTube ein bisschen zu verbreiten, Interessenten zu finden. Ist einfach hier ein bisschen meine Aufgabe als Partner von csgorich.com hier zu agieren und natürlich auch gleichzeitig als Zwischenhändler. Ihr kennt mich, ich denke mal, ihr könnt mir vertrauen ohne Probleme. Das Ganze kann über mich abgewickelt werden. Ja, wenn ihr Bock und Interesse habt, könnt ihr natürlich gerne per Steam schreiben oder kommentiert einfach, ob ihr sagt, okay, ihr habt Bock da mitzumachen in dieser Kette, in diesem Netzwerk. Und ja, es gibt die Seiten kostenlos, irgendwo kriegt man kostenlos Code und alles, habe ich schon gelesen. Aber Leute, ganz ehrlich, seid vorsichtig damit. Wir haben da schon Sachen gehört, ich habe schon Sachen mitbekommen, dass da irgendwelche Trojaner quasi in dem Code versteckt sind oder eben Skripte versteckt sind, dass Items ab so und so viel Euro werden dann an den eben geschickt, der den Code geschrieben hat. Einfach so versteckte Skripte, die sind drin. Unsere ist definitiv clean, wir haben den gecheckt und alles und eben umgeschrieben. Da ist nichts versteckt und so weiter und so fort, also der von csgorich.com. Jo. Wenn ihr darauf Bock habt, in dieses Netzwerk einzusteigen, als quasi Gamble-Seiten-Hoster oder ihr euch gedacht habt, okay, ihr wolltet schon immer mal eine Seite aufmachen. Und ja, wenn ihr Bock drauf habt, meldet euch bei mir, schreibt mir in Steam, am besten addet ihr mich auf Steam, schreibt mich an und dann kann alles weitere geklärt werden. Jo, ich hoffe, wir finden ein paar, wo einfach Bock haben, auf dieses Netzwerk da mitzumachen unter der Flagge von csgorich.com. Die Gamble-Seite aufzumachen. Jo, schreibt mich an, gebt dem Video einen Daumen hoch, wenn ihr die Sache feiert, ansonsten halt nicht. So ein kleines Nachwort kommt noch, weil die Frage auf jeden Fall aufkommen würde, was kostet das Ganze? Es ist natürlich nicht umsonst, es wird eine kleine Aufwandsentschädigung geben. Wie viel das ist, wird auf jeden Fall privat geklärt. Das Ganze wird in CSGO Items, Keys oder meinetwegen PayPal abgewickelt. Es ist wie gesagt nur eine kleine Aufwandsentschädigung, es ist nicht, wie viel eigentlich so ein Code kostet, weil es einfach im Prinzip um ein Netzwerk geht, um eine Wand wäscht die andere. Und ja, alles weitere dann einfach im Steam anquatschen per PN und dann können wir darüber quatschen. Und dann sage ich, jo, vielen Dank fürs Einschalten, bis zum nächsten Mal, ciao.